Hey, wir haben jede Woche spannende Startup-Gründer als Interviewgäste. Schalte nächsten Mittwoch wieder auf YouTube oder Twitch ein und stelle selbst deine Fragen. Das komplette Interview findet ihr in der Infokarte. Herzlich willkommen zurück hier bei WannaGra, dem Netzwerk für innovative News und innovative Startups aus dem Bereich Agrar und Food. Heute haben wir einen Online-Gast dabei. Ich habe ihn gerade schon angekündigt, Tobias Kreglo von Hype Solutions. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus oder HAIP oder so. Und ich glaube, du bist gerade in Hannover, oder? Kannst du mal was sagen, ob ich dich höre? Versuchen wir mal. Ja, moin, hörst du mich? Hey, super, yo, ich höre dich, spitzenmäßig. Perfekt. Moin, perfekt. Sehr gut. Ja, ich habe das gerade schon gesagt, das Thema heute ist total verblüffend, ja, mindboggling. Als ich mir durchgelesen habe, worum es da geht bei euch, bin ich irgendwie hinten rübergefallen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, was man damit Tolles machen kann. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel verraten. Tobias, ich möchte dir nämlich als allererstes unsere Gründer-Minutes vorstellen. Das sind 10 Fragen in 15 Minuten. Und die würde ich dir jetzt einfach mal Stück für Stück stellen. Die können wir dann später nämlich bei YouTube nochmal online laden, sodass sie dann auch zugänglich sind für die Leute, die uns heute verpassen. Und wenn du mir den Daumen hoch gibst, dann fange ich an damit. Sehr geil, super. Tobias. Okay, also Frage Nummer 1. Könntest du bitte so in 2, 3 Sätzen, aber meistens werden es mehr, ist auch nicht schlimm, erklären, welches Problem euer Produkt löst und wie ihr das tut? Ja klar, gerne. Tatsächlich, das Einfachste, wie man es am besten erklärt, ist immer, wir machen es möglich, Dinge zu sehen, die mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind. Das erstmal ganz grob gesagt, wir nutzen dafür eine spezielle Kameratechnologie, hyperspektral nennt sich das Ganze. Man muss dazu wissen, einfach wir als Mensch sehen ja sehr beschränkt eigentlich mit RGB, 3 Kanäle. Unsere Kamera kann einfach viel mehr Kanäle sehen und das machen wir eben unter anderem im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich Lebensmittelindustrie, aber tatsächlich auch im Bereich Recycling. Okay. Wie seid ihr, oder bist du, ich habe gehört, ihr seid 4 Gründer, stimmt's? Okay, kannst du mir sagen, wie ihr auf diese verrückte Idee gekommen seid? Ja, ist tatsächlich so ein bisschen diese klassische Gründungsstory, wie man das so kennt. Also man muss dazu wissen, dass 3 von uns Mitbewohner einer WG hier auch in Hannover sind. Also wir kennen uns schon auch echt tatsächlich sehr, sehr lange aus der Studienzeit. Und bei uns hat das so ein bisschen in der WG-Küche abends mit einem Bierchen angefangen. Michels Papa hat diese Kameratechnologie im Bereich Medizintechnik eben etabliert. Und ich komme eigentlich aus diesem Umweltbereich, habe Landschaftsökologie, physische Geografie hier in Hannover studiert. Und wir kamen abends bei einem Gespräch dann mal darauf, dass man doch eigentlich mehr machen könnte mit dieser Technologie, außer eben Medizin. Und nach kurzer Recherche kam relativ schnell raus, okay, ja, irgendwie Landwirtschaft, Pflanzen, das scheint ein großes Thema zu sein. Und ja, so sind wir dann damit gestartet, haben die ersten Kontakte in unseren Netzwerken geknüpft. Und ja, es ist tatsächlich dann so eine Gründungsstory bei uns in der WG. Der 4. im Bunde, Johannes, der kam dann eben auch über Michels Vorlesung, tatsächlich auch über die Uni eben dazu, sodass wir im Kernteam mit 4 sehr, sehr früh auch schon angefangen haben. Genau. Ja, klassische Gründerstory, das stimmt. WG oder Garage, sowas ist es dann meistens. Stimmt. Okay, nächste Frage, nicht ablenken. Was machst du zuerst, wenn du ins Büro kommst? Gute Frage. Tatsächlich. Ja, als erstes einmal die Sachen auspacken, also Laptop aufstellen, anschließen. Also ich nehme meine Sachen auch mal mit, weil es durchaus sein kann, dass ich auch mal nächsten Tag eben unterwegs bin. Sprich, wir sind da alle recht mobil, was das angeht. Und der nächste Schritt ist tatsächlich immer erstmal eine große Flasche Leitungswasser holen. Weil man muss ja immer, sehr, sehr wichtig, nicht dehydrieren, immer schön klaren Kopf behalten, viel Wasser trinken. Sehr wichtig. Sehr guter Punkt, bin ich diese Woche schon mehrfach daran erinnert worden. Das stimmt. Verrat uns doch, Tobias, wer war in eurer Startphase für euch besonders wichtig? Das sind eigentlich, um ehrlich zu sein, mehrere Personen oder auch mehrere Stellen, mehrere Adressen. Wir haben am Anfang eben auch ein Exist-Gründerstipendium bekommen, sprich bei uns der Gründungsservice der Leibniz-Universität, Starting Business, war ein wichtiger Ansprechpartner für uns, weil wir eben gemeinsam mit denen auch den Antrag gestellt haben. Das hat uns am Anfang eben auch die Finanzierung sehr, sehr gut gesichert. Aber definitiv auch hier in Hannover der Hafen. Also wir sind hier in Hannover im Hafen im Accelerator-Programm mit gewesen. Mhm. Tatsächlich sogar noch vor Exist-Antragstellung. Und das hat uns auch sehr geholfen, in diese, ich sag mal, Gründermentalität reinzukommen. Wir haben halt alle keinen wirtschaftlichen Background, sondern wir sind schon eher ein sehr tech-lastiges Team. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Und das hat uns sehr geholfen, in diesen
auch Spirit, in dieses Mindset reinzukommen, auch zu denken, okay, wie können wir denn aus dem, was wir haben, ja, an Technologie auch ein Produkt am Ende machen. Und das zu lernen hat uns sehr geholfen. Also ja, es sind gar nicht konkrete Personen, sondern ich würde sagen, es ist auch viel das Netzwerk und das Umfeld, in dem wir da auch sehr gut aufgefangen wurden auf jeden Fall. Ja, super. Ich muss mich immer total zurückhalten, weil ich jetzt irgendwie schon zig Nachfragen hätte. Und letzte Woche war CityLife bei uns und die haben auch gesagt, wie sehr das geholfen hat, in so einem Accelerator zu sein. Nochmal ein ganz tolles Thema. Aber gut, nicht ablenken. Nächste Frage, Nummer 5. Was war der für euch bisher wichtigste Erfolg? Also da würde ich tatsächlich auch das Access-Gründer-Stipendium durchaus auf jeden Fall dazu zählen. Das war schon für uns eine tolle Sache, gerade wenn man mit so einem Hightech-Thema arbeitet, einfach da eine Finanzierung zu bekommen, wenn man nicht alles aus eigener Tasche zahlen muss, ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich, gerade am Anfang. Da schöpft man doch ganz gut aus den Mitteln, die man da hat. Insbesondere eben, wie gesagt, wenn man sehr viel Technik hat und viel Material kaufen muss. Bei, ich sag mal, reinen Software-Themen ist es häufig vielleicht nicht ganz so das Problem, aber das ist bei uns ein großes Thema, Material. Dementsprechend haben wir da sehr hohe Ausgaben. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ding am Anfang gewesen. Vielleicht der schönste Moment so ein bisschen war eigentlich dann, wenn man den ersten Kunden hat und das erste Produkt da ausgeliefert hat und dann alles läuft, man zufrieden nach Hause gehen kann. Ich glaube, das ist somit das schönste Gefühl, das man auch haben kann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, dass der Markt, in dem ihr seid, auch hart umkämpft ist. Deswegen ist die nächste Frage vielleicht auch dann in eurem Fall ziemlich interessant. Warum denkt ihr, dass ihr euch am Markt durchsetzen könnt? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Vorteil des jungen Unternehmens, klassisch. Also wir sind sehr, sehr agil. Wir können sehr schnell auf, sag mal, Kundenbedürfnisse eingehen. Wir können sehr, sehr schnell Prototypen entwickeln. Das hat uns jetzt tatsächlich bei einigen Kunden, bei einigen Use Cases doch auf jeden Fall einen klaren Vorteil gegenüber Wettbewerbern vermittelt, weil wir einfach da sehr stark anpassen können. Größere Unternehmen, mit denen wir da konkurrieren in dem Sektor, die sind einfach ein bisschen träger, die können nicht so schnell innovieren tatsächlich. Und dann, ja, das ist für uns als junges Unternehmen auf jeden Fall ein großer Vorteil. Genau. Ja. Kannst du uns verraten, wie lange es gedauert hat, also von eurer ersten Idee in der WG, wie ich ja gerade gelernt habe, bis zum Go-to-Market, also diesem wunderbaren Gefühl, dem ersten Kunden das Produkt ausliefern zu können? Auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also bestimmt 1,5 bis 2 Jahre doch insgesamt. Also gerade bei so einem sehr techlastigen Thema auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen schwieriger, ist nicht ganz so leicht. Also da wünschte man sich, dass das Stipendium zum Beispiel noch ein bisschen länger gehen würde. Ja. Wäre sicher so ein Wunsch bei uns. Aber ich glaube, 1,5 bis 2 Jahre waren es jetzt so im Groben, im Schnitt, ja. Ja, das habe ich schon ab und zu gehört, dass so dieses Thema Anschlussfinanzierung manchmal einfach dann fehlt. Ne? Okay. Wie wurdet ihr denn bisher finanziert? Also Exist habe ich schon gehört. Gab es noch weitere Quellen? Also habt ihr das privat zum Beispiel gemacht oder wie lief das? Ja. Genau, also klar, für die Firmengründung müssen wir natürlich irgendwie privat das Geld erstmal aufbringen. Also wir haben vor im Herbst 2019 offiziell die Firma gegründet, sind dann alle 4 als auch Gesellschafter natürlich dann rein. Und da muss natürlich jeder erstmal sein privates Geld dann auch irgendwie mitgeben. Aber wir haben uns tatsächlich größtenteils eigentlich über Förderprogramme, sprich Exist war ganz am Anfang natürlich das Wichtigste, haben aber auch noch ein Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium bewilligt bekommen. Wir schreiben auch derzeit immer noch an Anträgen und haben noch einige auch in der Prüfungsphase. Aber wir können natürlich auch schon tatsächlich aus den Umsätzen, die wir aktuell erwirtschaften, leben und Entwicklungsarbeiten, die wir im Auftrag machen. Das ist eigentlich so ein ganz gesunder Mix, den wir haben. Also wir haben bisher kein Fremdkapital mit aufgenommen. Wir wachsen eigentlich komplett organisch und können tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal uns alle 4 Vollzeit anstellen, was auf jeden Fall, glaube ich, in Corona-Zeiten ein sehr schönes Ding ist. Da sind wir ganz glücklich drüber, dass wir bisher da eigentlich noch kein Fremd- oder Risikokapital mit aufnehmen mussten. Ja. Das glaube ich. Übrigens, ich weiß nicht, ob du gerade unsere News ein bisschen mitbekommen hast. Es ging um Gorillas und Flink und andere, die sich in Corona-Zeiten gegründet haben und jetzt mit 6 Milliarden Bewertung irgendwie da abgehen. Aber dann hast du auch deine Firma nicht mehr. Ich glaube, die Leute sind auch längst raus. Okay, nächste Frage. War es schwer, die passenden Leute zu überzeugen? In Bezug auf das Team oder in Bezug auf die Kunden? Auf die, auf das Team dachte ich jetzt eher nicht, weil das ist so ein WG-Ding, ne? Und da ist die Überzeugung einfach da. Außer bei Johannes, ne? Das hat irgendwie, braucht dir vielleicht noch was anderes. Aber
also insgesamt erstmal Kunden zu überzeugen oder die Leute vom Accelerator in Hannover oder das Exist-Stipendium zu bekommen? Also wie war der Weg? Also es geht natürlich darum, auch anderen Startups aus dem Bereich so ein bisschen zu helfen und zu sagen, hier, das waren die Hindernisse und da, genau, da haben wir so und so agiert und haben es geschafft. Ja, also ganz klar, für Bewerbungen, für Förderanträge muss man sich natürlich erstmal hinsetzen und ein bisschen was schreiben. Also das Geld sind Steuergelder, das sollte man auch nicht beschenkt bekommen. Also das ist schon ganz klar, dass man da ein bisschen Arbeit für reinstecken muss. Mhm. Aber ich würde doch tatsächlich jedem empfehlen, auf jeden Fall diesen Weg zu gehen und das auch zu machen. Gerade bei, was ich schon gesagt habe, Technologiethemen ist es auf jeden Fall, ich glaube, sehr von Vorteil, wenn man diese Geldmittel in Anspruch nehmen kann, weil es einem einfach doch den Rücken ein bisschen frei hält. Ich glaube, der Aufwand lohnt sich, würde ich jetzt mal aus unserer Sicht auch behaupten. Ja, Kunden ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Wir bewegen uns ja in einem Preissegment, wo es jetzt ja nicht mal eben mit PayPal das Geld rübergeschoben wird, sondern die Summen sind dann doch ein bisschen größer. Und dann dauert die Sales Pipeline dann doch nicht eine Woche oder einen Tag, sondern vielleicht eher ein halbes Jahr bis ein Jahr. Also das merken wir jetzt schon tatsächlich. Also gerade in Corona-Zeiten wird es halt noch ein bisschen komplizierter auch, weil man einfach nicht vor Ort sein kann, weil man alles fast nur digital macht. Und da ja so eine Face-to-Face Konversation erleichtert viele Dinge einfach und baut natürlich ein gewisses Vertrauen auf, was digital einfach verloren geht. Mhm. Also das ist nicht ganz trivial, glaube ich. Das ist auch durchaus was, wo wir sicher noch besser werden können, wo wir noch dran arbeiten können. Aber ich glaube, wo man halt echt einen Bonus mit hat, ist, wenn man offen und ehrlich kommuniziert und einfach auch mit seinem Team, mit den persönlichen Werten letztendlich da ein bisschen da glänzen kann vielleicht. Das hat man vielleicht bei größeren Unternehmen eben nicht. Bei uns stecken einfach ja noch ein sehr kleines Team hinter. Man kennt die Köpfe alle persönlich, die dahinter stecken. Und das ist vielleicht auch ein Wert, den man am Ende mitverkaufen kann oder transportieren kann. Ich denke, auch in so einem Tech-Bereich, in dem ihr euch da bewegt, ist das gar nicht so einfach. Also selbst ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was ihr macht. Und das war nicht gleich super selbsterklärend. Ja, umso spannender, dass wir da gleich noch ein bisschen mehr drüber reden können. Okay, aber nun erstmal zu Frage Nummer 10. Wo wollt ihr in 2 Jahren stehen oder wo siehst du euch in 2 Jahren? Ja, also wir wollen auf jeden Fall ein etabliertes Unternehmen sein, sagen wir so. Also wir wollen eine gewisse Anzahl an Produkten eben auch schon an Kunden natürlich abgegeben haben. Die sollen alle problemlos laufen. Unser Wunsch ist es eigentlich, ein gesundes mittelständisches Unternehmen zu werden. Also wir müssen nicht das nächste große Unicorn werden. Das ist bei uns eigentlich ja, allen im Team relativ wichtig, dass das Team gut wächst. Also dass wir auch eine tolle Unternehmenskultur haben. Wir haben jetzt natürlich als Freunde gegründet. Das ist uns wichtig, dass es auch ja, gleichzeitig neben der Arbeit irgendwie auch immer noch dieses freundschaftliche Verhältnis eben bleibt. Und glauben wir, funktioniert eben, wenn man als Unicorn da groß wird, nicht. Und uns ist das auch völlig ausreichend, um ehrlich zu sein. Also ja, ein gesunder mittelständischer Betrieb, vielleicht 20 bis 30 Mann oder Frau, das ist, glaube ich, so unser Wunsch, wo es hingeht. Okay, vielen Dank. Das waren erstmal unsere Gründer-Minutes. Jetzt würde ich dazu übergehen, dir eine Menge Fragen zu stellen, weil mich das Thema einfach auch super brennend interessiert, weil es irgendwie so komplett irgendwie, ich habe das Gefühl, das geht irgendwie in eine neue Welt.